Verena und Malak wohnen 14 Kilometer voneinander entfernt. Sie starten beide mit ihren Fahrrädern um 15 Uhr in entgegengesetzten Richtungen. Verena legt 12 Kilometer pro Stunde zurück, Malak 16 Kilometer. Klein a, wann und wo treffen Sie sich? Klein b, überprüfe deine Antwort grafisch. Wir stellen zuerst die Situation so dar. Hier ist der Startpunkt von Verena, hier ist der Startpunkt von Malak und hier liegt der Treffpunkt. In Klein a schreiben wir zuerst die Angaben auf. Die Distanz zwischen 1 und 2 nennen wir Klein d und diese beträgt 14 Kilometer. Die Geschwindigkeit von Verena V1 beträgt 12 Kilometer pro Stunde und die etwas größere Geschwindigkeit V2 von Malak beträgt 16 Kilometer pro Stunde. Wenn wir die Distanz zwischen Startpunkt von Verena und Treffpunkt x nennen, dann ist die Distanz zwischen Startpunkt von Malak und Treffpunkt 14 minus diese Zahl x. Dieser Abstand wird also beschrieben durch 14 minus x. Was wir suchen, ist die Zahl x, das heißt der Abstand zwischen Startpunkt von Verena und Treffpunkt. Diese Distanz drücken wir in Kilometer aus. Und was wir suchen, ist die Zeit t, die vergeht zwischen dem Start von Verena und dem Treffpunkt, die natürlich dieselbe ist zwischen Start von Malak und Treffpunkt, weil sie ja beide im selben Augenblick starten. Diese Zeit t drücken wir in Stunden aus. Um x und t herauszufinden, wenden wir diese Formel an: Geschwindigkeit gleich Distanz geteilt durch die Zeit. Zuerst für Verena. Die Distanz x ist laut dieser Formel gleich zu Geschwindigkeit v1 mal die vergangene Zeit t. Und v1 können wir ersetzen durch 12. So finden wir x gleich 12 mal t. Jetzt für Malak. Durch diese Formel wissen wir, die zurückgelegte Distanz 14 minus x ist gleich zu v2 mal t. Und da v2 16 Kilometer pro Stunde beträgt, ergibt diese Gleichung diese: x gleich 14 minus 16 mal t. Wir haben also hier zwei Gleichungen. Diese Gleichungen bilden dieses Gleichungssystem mit den zwei Unbekannten t und x. Wir lösen dieses System algebraisch und in klein b geometrisch. Zuerst algebraisch. Da 12 mal t x ist und 14 minus 16 mal t ebenfalls gleich x ist, wissen wir, dass 12 mal t gleich ist zu 14 minus 16 mal t. So. Daraus ergibt sich dann sofort, dass t ein halbes ist, also die vergangene Zeit zwischen Startpunkt von Verena und Treffpunkt ist eine halbe Stunde und das ist auch die Zeit, die vergeht zwischen Startpunkt von Malak und Treffpunkt der beiden. Wir wissen also mittlerweile, dass t ein halbes ist. Wir wissen aber auch, dass x 12 mal t ist. Also ist x 12 mal ein halbes, das heißt 6. Der Abstand zwischen Startpunkt von Verena und Treffpunkt beträgt also 6 Kilometer. Und demzufolge ist der Abstand zwischen Startpunkt von Malak und Treffpunkt 14 minus diese 6, also
8 Kilometer. Demzufolge gilt, Verena und Malak treffen sich eine halbe Stunde nach 15 Uhr, also um 15.30 Uhr, und dies 6 Kilometer vom Startpunkt 1 von Verena entfernt und 8 Kilometer vom Startpunkt 2 von Malak entfernt. Jetzt kommen wir zu Klein b und lösen dieses System grafisch. Dazu stellen wir kleine Wertetabellen auf. Für die erste Gleichung x gleich 12 mal t. Wenn t 0 ist, dann ist x 12 mal 0 also auch 0 und somit gehört der Punkt mit Koordinate 0, 0 zu dieser Geraden, dieser grüne Punkt. Wenn t 1 ist, dann ist x 12 mal 1 also 12 und somit gehört der Punkt mit Koordinate 1, 12, dieser Punkt, zu dieser Geraden. Von dieser Geraden haben wir zwei Punkte, also können wir die Gerade zeichnen. Jetzt dasselbe für die zweite Gerade. Wenn t 0 ist, dann ist x 14 minus 16 mal 0, das heißt 14. Und somit gehört der Punkt mit Koordinate 0, 14, also dieser Punkt, zu dieser Geraden. Wenn t 1 ist, dann ist x 14 minus 16 mal 1, also minus 2. Somit gehört dieser Punkt mit Koordinate 1 minus 2, also dieser Punkt, zu dieser Geraden. Von dieser Geraden haben wir diesen und diesen Punkt, also können wir diese Gerade ziehen. Eigentlich, zu unserer Aufgabe, reichen diese Strecke von der grünen Geraden und diese Strecke von der Magenta-Geraden. Diese zwei Strecken schneiden sich in diesem Punkt mit Koordinate 1/2, 6. Wir finden also, eine halbe Stunde nach dem Start und 6 Kilometer vom Startpunkt 1 entfernt. Das heißt, wir finden hier geometrisch, was wir eben algebraisch gefunden hatten. Beide Verfahren stimmen überein.